Wir haben in den letzten Jahren einen sehr grossen Fortschritt erlebt in der ganzen Elektronik und da gehören die ganzen Satellitennavigationssysteme dazu. Wir haben heute automatische Lenksysteme, die es erlauben, auf 10 cm exakt zu fahren. Und das ist doch sehr eine hohe Genauigkeit, die wir jetzt brauchen zum Säen, zum Hacken. Dann neben der GPS-Technologie gibt es noch die Möglichkeit, Dreie zu detektieren mit Kamerasystemen. Der Vorteil der kameragelenkten Geräte ist, dass sie eigentlich autonom sind. Die kann man auf x Feld einsetzen. Man muss also nicht vorher beim Säen die Spur aufzeichnet haben. Man muss einfach die Dreie gut erkennen. Die neuen Technologien haben sicher im Bioanbau Potenzial. Das, was der konventionelle Anbau mit Chemie macht oder dass der Biolandwirt häufig mit Handarbeit muss kompensieren muss, kann man sicher mit Elektronik gewisse Sachen lösen. Wenn wir jetzt die 10 cm Genauigkeit haben, bietet sich eigentlich an, dass wir in verschiedenen Arbeitsgängen die Technik einsetzen. Dann können wir zuerst säen. Wir zeichnen dann die Säispur aufzeichnen, die ist abgespeichert auf dem Traktor, auf dem Computer und können dann die Spuren wieder hervorholen und dann beim Hacken exakt die Spuren wieder nachfahren. Wir brauchen das GPS eigentlich vorwiegend zum Säen, Direktsaat, Kreiselgruppeneinsatz und Direktsaat Mais. Ein grosser Vorteil ist natürlich, dass wir eine schnurgerade Linie haben. Die Spuren bei meinen Kunden speichere ich die speichern. Wenn ich das nächste Jahr wieder ans Feld komme, dann tue ich die gespeicherte Spur wieder führen und fahre genau die wieder ab. Das ist natürlich enorm Erleichterung. Und vor allem auch ohne Fahrgassen kann ich zum Beispiel auch jede dritte Spur nehmen, dass ich auch beim Wenden viel schneller bin und nicht immer muss hin und her fahren. Hier auf dieser Seite, auf der rechten Handlehne, habe ich hier meinen Einsatzknopf. Jetzt bediene ich die Maschine. Jetzt habe ich ihn aktiviert und jetzt fährt er selber. So habe ich genug Zeit, um die ganze Maschine zu überwachen, hier und da auch mal ein bisschen Ritter zu schauen. Also wenn man so irgendwo 10 Stunden irgendwo sieht, ist das schon enorm entspannend für die ganze Arbeit, die man hier macht. Für das Hacken setzen wir das GPS noch nicht ein, weil der Traktor zu gross ist und wir eigentlich nur einen Traktor haben auf unserem Betrieb, der das GPS hat. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Probleme oder offene Fragen, muss man sagen. Wie präzise kann das Ganze vonstatten gehen? Haben wir jetzt die Auslenkung vom Traktor über die Unterlenker bis zur Abdrift, die Hanglage vom Hackgerät? Gibt es dort so grosse Abweichungen, dass das Ganze nicht praxistauglich ist? Oder wäre das eine Idee, dass wir künftig den Steuermann ersetzen können? Und darum möchten wir uns das mal näher anschauen. Und durch das haben wir jetzt eine Bachelorarbeit mit der ETH zusammen angesetzt, wo man die Abweichungen vom Säen zum Hacken ausmessen. Wir haben zwei verschiedene GPS aufgebaut. Zuerst ist auf dem Traktor, damit wir exakt schauen können, wo ist der Traktor am ersten Mal und am zweiten Mal durchgefahren. Und das zweite GPS auf dem Gerät erlaubt uns jetzt zu messen, wie exakt das Gerät hinter dem Traktor hergelaufen ist und wie viel das die Hackreihe von der Saatreihe abweichen. Die roten Stäckchen oder die orangen Stäckchen, die simulieren Pflanzen und wir sehen jetzt hier, wie die Pflanzen zwischen den Hacksternen durchlaufen. Die Abweichung ist eigentlich immer sehr regelmäßig, mit vielleicht eine systematische Verschiebung, aber die Präzision ist doch schon sehr hoch. Wir sehen, dass eine Exaktheitsversicherung im Abstand der Hacksterne von etwa 15 cm gut möglich ist. Vielleicht müssen wir in der Praxis, wenn man mal in einer Hanglage ist oder in unterschiedlich kopiertem Gelände, dann noch mit einem Schiebesäge ein bisschen eine Grundkorrektur vornehmen. Satellitennavigationssysteme lassen sich nicht nur einsetzen für das Hacken, sondern man kann dann auch exakt säen. Man kann Beet anlegen und was sich dort eben anbietet, dass man quasi wie Pflegefahrgassen, wenn man quasi Hackgassen anlegen oder sonst Pflegefahrgassen für Düngung, dann kann man es eben so machen, dass man die Fahrgassen immer exakt am gleichen Ort hat. Und der Boden zwischen wird eigentlich dann nicht mehr verdichtet. So dass man zum Beispiel mit dem Schüttfass relativ schnell nach dem Regen wieder rein kann, dann, wenn es eigentlich für den Ammoniakverlust optimal ist. Also es ist ein klarer Vorteil.
auch von diesen GPS-Systemen, dass man dort den Bodenschutz ebenso verbessern kann und nicht nur hier das Hackgerät bedienen kann. Der Vorteil der kameragelenkten Geräte ist, dass sie eigentlich autonom sind. Die kann man auf x Feld einsetzen. Man muss also nicht vorher beim Seien die Spur aufzeichnet haben. Also gar vor Kamerasysteme, die arbeiten im 2D-Bereich mit Struktur- und Farb- und Mustererkennung. Im Bereich der Kamerasysteme haben wir eine riesen Entwicklungswelle im ganzen 3D-Sektor. Es ist lustigerweise gesteuert von Walt Disney. Die wollen 3D-Gesichtserkennungen, Gesichtsanimationen machen. Und diese Technologien kommen so in die breite Industrie und auch in die Landwirtschaft. 3D-Erkennung hat den Vorteil, dass sie Struktur erkennen kann, also die Pflanze in der Höhe abbilden und nicht nur auf die Farbunterschiede angewiesen sind. Im 2D-Bereich, das ist quasi eine normale Foto, haben wir das Problem, dass wenn sich die Zuchtkraut farblich nicht von den Kulturpflanzen unterscheidet, was eigentlich sehr häufig der Fall ist, dann hat man quasi einen grünen Brei und weiss nicht, was Zuchtkraut und was Kulturpflanzen ist. Und sobald die Kulturpflanze ein bisschen höher ist als Zuchtkraut und das mit der dritten Dimension kann ausmessen kann, haben wir natürlich deutlich eine bessere Präzision von der Erkennung, ergo auch eine höhere Genauigkeit beim Hacken. Also denke, das ist sicher eine Technologie, die erst in den Anfängen ist, aber die sich noch stark weiterentwickeln wird. Im Moment wird die Entwicklung sicher parallel weitergehen. Also GPS- oder GNSS-Technologien, aber auch Kameratechnologien. Dort haben wir den ganzen Industriebereich, der sehr gross ist und da wird die Landwirtschaft davon wieder profitieren können. Was sich dann für das Hacken wird durchsetzen wird, ich denke, es könnte gut einfach eine parallele Geschichte geben, dass sich beide Systeme dann in der Praxis werden wiederfinden. Die neuen Technologien haben heute sicher eigentlich schon einen interessanten Stand für die Praxis erreicht. Sie sind aber sicher interessant für die Betriebe, die ein bisschen Flair für Technik haben, die mit dem sich gerne auseinandersetzen. Es ist noch nicht alles 100% so, wie sie mir sagt, Plug and Play, sondern es braucht doch noch ein gewisses Interesse und ein gewisses Verständnis für die Technik, damit sie dann auch das bringt, was man sich eigentlich wünscht.